Willkommen zurück zu Anno 1800. Im letzten Part haben wir uns ja entschlossen, unsere Bäckereien und unser Schnaps auf diese Insel zu verfrachten, dass wir das nicht mehr hier herstellen. Das haben wir ja so weit hingekriegt. Wir sind jetzt gerade noch dabei, Dampfschiffe zu bauen, um die Segelschiffe auszutauschen. Müssen wir eben gucken hier. Okay, das läuft ja eigentlich ganz gut. Jetzt können wir hier auch Steinstraßen hinmachen. So. Damit sie ein bisschen schneller sind. Kann gut sein, dass das noch für ein zweites Kraftwerk reicht, das Öl auf dieser Insel. Brot habe ich auf jeden Fall genug, aber hier stehen ja auch noch die Bäckereien drauf, ne? Also, guck mal, jetzt können wir hier die Kirche aufbauen. Also Fleisch und Seife, das würde ich dann auch noch auf der anderen Insel tun. Da, wo wir, ich glaube hier, ja, auf dieser Insel würde ich das, glaube ich, dann drauf machen. Wir haben ja auch im letzten Part reichlich Wohnhäuser dazu gebaut. Also wir haben jetzt schon das untere Stück hier alles voll, bis auf diese kleinen Inseln. Wir haben noch überlegen, weil das hier würde ich zum Beispiel auch ganz gerne alles woanders hin tun. Das Problem ist, auf dieser Insel kriegt man halt mega viel Eisen und so. Das dann alles, ne, auf einer anderen Insel zu bringen, das ist natürlich dann auch ganz schön viel Arbeit, ne, und kostet vor allem auch viel. Wir haben gerade Minus, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie irgendwie was nicht genug haben, wa? Ja, Whisky. Ach, Whisky. Schnaps. Schnaps fehlt denen. Aber wir haben, ich glaube, 4 Schiffe. Ich glaube, 4 Dampfschiffe, die das jetzt hin und her bringen. Das ist wahrscheinlich noch zu wenig. Hier. Ja, kann gut sein, dass das zu wenig ist. Die Piratin ist wieder da. Und erledigt. Okay, hier ist jetzt schon unser Lager voll. Deswegen würde ich davon jetzt noch mehr bauen. Die sollen nämlich immer schön arbeiten können. Das ist auch voll. Schon 2 Stück, okay, dann tun wir die nämlich auch noch dazu, dann sind das nämlich 6. Ich denke, dann ist das besser. Soll ja immer schön viel haben, ne? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach, da. Nur auch ganz schon viele von denen, ne? Gucken wir mal in der neuen Welt. Benutzen wir das Öl schon hier? Nee. Da können wir das nämlich dafür benutzen. Das Problem ist nur, das alles mit den Schienen zu verbinden, ne? Hier sind nur 9, das ist ein bisschen wenig. 8, 13. Ich glaube, die Insel wäre am besten. Hier sind nämlich 21 drauf. Da können wir schon richtig viel bekommen.
Beton brauchen wir und Eisen. Ach, Eisen ist ja immer oben. Da war's. Fenster nehmen wir auch mal ein paar mit. Man weiß ja nie. Aber hier irgendwo auf einer anderen Insel vielleicht Beton und Zwiebel? Ja, hier. Obwohl, hier brauchen wir das ja gleich. Wäre ja dumm, wenn wir es da wegnehmen. Dann nehmen wir es hier weg. Die Nase juckt so. Das ist noch ein Schiff. Prozent weniger Nachfrage nach allen Lebensmitteln. Das ist ja cool. Kein Wunder, dass wir nur so wenig. Ich wundere mich schon die ganze Zeit im Ministerium für Kultur. Okay. Hier kann man einiges verbessern, ne? Wir brauchen mehr Attraktivität. Handwerkerhäuser, Ingenieure sind Reichweite angeschlossen. Lohnt sich also auf jeden Fall diesen Palast zu bauen. Die hier. Wenn wir hier auch noch alle aufsteigen lassen. Schnaps müssten wir jetzt genug haben, ne? Oh ja. Mehr als genug. Dafür brauchen wir noch mehr hiervon. Noch mehr Anlegestellen. Ein bisschen voll hier. Beton, ne? Wollte ich ja hier holen, genau. Ab in die neue Welt. Und hier oben. Welche waren das denn jetzt? Die beiden. Okay. Die neue Welt. Wir brauchen ja das Öl. Die sind jetzt eifrig am Produzieren. Anscheinend reicht das auch schon aus, ne? Von der Menge. Aber Brot geht jetzt runter, weil die halt jetzt gar kein Mehl hier auf dieser Insel mehr haben. Das haben wir nämlich vorhin ja weiterhin hergestellt. Ach, guck mal, jetzt haben die nämlich auch kein Bier mehr. Ja, stimmt hier. Was machen wir denn jetzt da? Hier könnten wir Bier herstellen. Jo. Oder wir stellen das in der alten Welt her und tun das einfach drüber rüber schippern. Ist jetzt blöd gelaufen, ne? Ich bin mir überlegen, ob wir jetzt einfach ein paar Felder hier hin machen. Aber eigentlich wollte ich das ja nicht, ne? Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin.
Was ist denn da schon wieder los? Was ist das denn hier? Da sind es schon genug. Ich weiß zwar nicht, ob die jetzt reichen. So, ein bisschen verteilen. Dass die wenigstens ein bisschen Bier bekommen, ne? Also mit dem Bier müssen wir uns irgendwie noch was einfallen lassen. Weil hier sind uns jetzt auf jeden Fall die Inseln ausgegangen. Also wir haben jetzt nur noch die hier. Und ich glaube, für Bier wäre die zu klein. Ja, für Bier wäre die echt zu klein. Die neue Welt. So, sind die Schiffe jetzt angekommen? Hey, die sind sogar im richtigen Konter gesegelt. So. Dann noch. Capturani, warte mal, außer 1. Haben wir hier irgendwo hier Holz? Hier haben wir ein bisschen Holz, aber auch nicht viel. Ach, weil wir hier einen Holzfäller haben. So. 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 Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt aufbauen. Also der Ölhafen, der soll auf jeden Fall auf diese Seite hin. Hier waren keine. Hier oben. Was wir auf jeden Fall schon bauen sollten, ist. Nee, die können wir noch gar nicht. Ah, eins können wir. Wir brauchen da bestimmt zwei davon. Eins ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Ein Öltanker. Na, guck mal, hier sind wieder drei fertig. Wie sieht es jetzt mit Brot aus? Okay, ist voll. Anscheinend reichen die Segelschiffe dafür dann. Dann können wir ja die hier weitermachen. Oh, kein Holz. So, da war noch Ziegelsteine drauf. Da können wir eigentlich nur warten, ne, bis es da ist. Ach so. Warte, was war das dann für ein Schiff? Ach so. Den fehlt aber hier auch Holz, ne? Stellen wir hier auch Holz her? So.
Das müsste gleich da sein. Capturani, dann. Ja, hier haben wir ja alles drauf. Können wir hier schon mal weitermachen. Den Ölhafen hier bauen. Überlegen, ich glaube, hier wäre es eigentlich ganz gut. So. 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 Dann machen wir erstmal hier die Handelsroute. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Hier. Ah, jetzt habe ich die Schiffe rausgemacht. Egal. Nach da, dann Wurst. Machen wir auch wieder 6, dann hier. Nicht doch, verschwenden Sie nicht anderer Leute Zeit. Wir haben momentan ein bisschen Probleme mit dem Einfluss. Nicht genug. Ich bereue das ein bisschen, dass ich das nicht auf, ich habe das ja auf Mittel gemacht, ich hätte das auf leicht machen sollen. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass wir so viel Einfluss brauchen, wenn ich ehrlich bin. So, und dann hier. So. Hier. So. So. Nee, so mache ich das. So. So. Und aufbauen. Ölroute, neue Welt, von hier, Captain Orni, hier hin. So. So. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. So ein paar aufsteigen lassen, damit die genug Arbeiter haben. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, und hier hätten wir eine Feuerwehr bauen sollen. So, gehen wir mal hier hin. Okay, du wusstest voll. Seife auch. Eine
So, dann brauchen wir eine zweite Handelsroute. Die Seife. So, da nehmen wir jetzt Segelschiffe. Nämlich eh nicht mehr so viele. Vier Stück müssten reichen. Wir können nämlich leider keine mehr bauen. Keine Dampfschiffe zurzeit. Hier. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Den Weg machen wir weg. So. Dann hätten wir das auch schon. Bei Wurst haben wir ja auf jeden Fall genug. Ach, Wurst. Schwein meine ich. Das halt noch aufbauen. Das passt. Ich glaube, ich muss hier unten auch noch mal einen hinmachen. Den tue ich dann dahin. Ja, das Öl dauert noch ein bisschen, bis es ankommt. Hier. Weiß auch nicht, ob das jetzt schon einmal da war. Kommt schon, Honey. Okay, die können wir jetzt wegmachen. Die auch. Und die haben noch genug zu arbeiten. Wie sieht es denn hier mit dem Bier jetzt aus? Das steigt nicht. So. Einfach nicht genug Bier. Hier kann man ja gut verkaufen. Anscheinend haben sie alles außer Bier. Bier fehlt denen auf jeden Fall. Können wir wieder aufbauen. Schnaps. Haben sie auch mehr als genug. Okay. Ach, die haben eine Lieferung bekommen. So, schon wieder leer. Hier haben wir zum Beispiel auch sehr viel. Guck mal, jetzt stehen da gar nicht mehr so viele an, ne? Gucken.
brauchen ja dann auch noch Strom, ne? Den fehlt wohl irgendwie was. Schnaps und Bier. Wo stellen wir den Schnaps her? Hier. Gucken. Immer leer. Müssen auf jeden Fall die Produktion noch mehr schrauben. Den geht's wohl allen so. Wo haben wir die Kartoffeln? Hier. Ich glaube, hier ist einfach zu viel drauf. Das ist schon so überlastet, die Insel hier. Ist echt blöd. So, dann machen wir die jetzt noch dazu. Mal hier. Braucht noch mehr Kartoffeln. Genau gepasst. Die machen wir noch ein Lagerhaus hin. Ach, hier kommt noch eins hin. So. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr von den Schnaps produzieren. Da sind jetzt zwei kaputt. Noch ein paar. So und hier. So. So und hier. So und hier. Können auch noch welche hin. Steigt auch das Plus anscheinend wieder. Deine Chance für eine gerechte Sache einzustehen. Ist wieder nur Geld. So. So. Ganz ehrlich,
Wir haben halt auch nicht die Möglichkeit, auf jeder Insel, ne, einen Ölhafen zu machen. Bei Kleidung scheint jetzt auch ein bisschen wenig zu sein. Kleidung zum Beispiel würde ich eigentlich ganz gerne hier drauf herstellen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Eine Berühmtheit? Yes. So Leute, das war's in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss!